Hoffentlich auch Verteidigung, das wäre ganz useful. Ich. Nee, ich habe das Iridiumband. Kampfschaden und. Wollen wir gleich nochmal probieren? Puh, Eisenbaum, Kohle, gefrorene Träne. Also noch hat man ja jetzt eh alles im Inventar, ne? Die Geister sind heute gut drauf. Also wie gesagt, ich habe auch noch genug Essen. Ich würde jetzt, wie gesagt, dieses Mal, ich habe nicht Steine so viel Essen mehr. Nehmen. Okay, ich habe genug Steine da. Also wie viele Steine braucht man um die 99, gell? Für eine Treppe? Ja. Weiß ich nicht, glaube. Ja, wenn jetzt jeder von uns immer 999 Steine mitnimmt? Dann brauchen wir viel mehr, weil ich habe 999 mitgenommen und ich habe nur noch 45 übrig. Du hast auch fast nur Treppen gebaut. Ich habe irgendwie nur 2-3 Treppen gebaut, dann ging das. Ja, ich würde sagen, wir bauen halt echt Treppen, wenn es verseucht ist oder wenn halt jemand... wir müssen aber heute ernten. Ne? Ja, die vergehen nicht bis morgen. Weil ich kann jetzt keine Treppen mehr bauen, ne? Eine Treppe kostet 99 und 10 Treppen. Ich habe noch 730 dabei. Haben wir ernsthaft keine Steine mehr? Nein. Wir haben gerade 1000 Steine vernichtet und wir haben schon mal ein paar Mal 1000 Steine verkauft. Oh, warum haben wir so eine Scheiße gemacht? Wir sind ja noch doof. Doof wie 5 Meter Feldweg. Also ich habe 142 Steine, ich kann nur eine Treppe bauen. Ja, dann lass doch ernten. Ja, ich hab ja noch 44, dann nimm die. Ich hab müssen wir halt in die normale Mine gehen, Steine farmen. Also dann jetzt heute nicht. Ja, ich würde es nochmal probieren. Ich würde es auch nochmal probieren. Aber ich bin doch schon fertig. Können wir dann noch kurz schnell fertig ernten, dann können wir von mir aus los. Ja, es geht doch erst um 10 Uhr los. Was sagen eure Geister? Woher so die Dings? Kann ich von meine Geister, was sagen die? Neutral. Ja, gut, aber ohne Scheiß, ich hatte auch mal Geister wünschen dir kein Glück und ich habe ein Loch nach dem anderen gefunden. Ja, weil Löcher dir Schaden machen, wird das vielleicht sogar als Pech angesehen. Keine Ahnung. Oh, und ich habe eine goldene Maske übrigens gefunden in meiner letzten Aktion. Die ich bin halt die ganze Zeit durch noch einen Raum gegangen und hab so la 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 la. Lalalala. Meistens Scout und Desperado genommen? Was? Ihr habt ja aber übelsten Zeug sinnlos reingeknüppelt. Warum habt ihr null sortiert? Weil wir dann nochmal in die Mine gehen wollten. Ich keine Lust hatte erstmal alles zu sortieren. Ich habe jetzt gar nichts abgelegt, weil man findet das meiste doch sowieso direkt wieder. Eine goldene Maske und Alamid. Was auch immer. Ja, die goldene Maske ist für Gunther und deswegen ist sie da drin. Jetzt ist sie übrigens da, gell? Also. Okay. Also das Fighting Level. Ach so, die Talent, ich weiß gar nicht mehr, was ich da genommen habe. Level 5 Talent. Also ich fahre jetzt schon mal in die Wüste, gell? Naja. Auf cool, geht's. Dass der Bus dreimal fährt. Ja, du siehst ihn aber nicht dreimal fahren. Ich sehe nur, sie einsteigt. Und dann seid ihr plötzlich vor mir da. Ihr seid die Meister von Zeit und Raum. Kann ja schon mal anfangen, muss er nicht in ein Loch springen. Also ein Loch springen, ist das ein Loch? Nein, war es einfach so dahingesagt. So. Schön wäre es ja, wenn da gleich ein Loch wäre. Ich muss mal mein Bierglas ein Stück weiter zu mir ranziehen. Guck mal an mir da ran. Ah, Loch! Da ist ein Loch. Ben? Benni? Bin noch nicht da. Muss noch mein Inventar sortieren. Er hat halt noch ein paar Steine. So, wo ist das Loch? Ja, komm hier runter. Okay. Pass auf, da ist ein Slime. Wie soll ich denn jetzt hier durch? Oh, jetzt können wir aber gehen. Moment, ja, ich bin ja. 5 Ebenen. Was seid ihr? 5. 3. 5. Okay, muss Ben nachkommen. Können ja schon mal suchen. Wir suchen schon mal, ja. Ein paar Steine kaputt hauen. Wir bereiten schon mal den Weg und ernten Steine. Ich gehe mal woanders lang, weil sonst gehen die Mumien auf uns. Also, sonst sind wir ganz schön eingearbeitet. Yep. Ja, schnell hallo Monster Leo ausweichen. Und dankeschön für den Host. Kohle mitnehmen. Und hallo an alle, die von Leo mit rübergekommen sind. So, jetzt bin ich bei euch. Ist hier irgendwo schon was zum Weitergehen? Also, 56 Schaden nach dieser. Hier geht's runter. Sehr schön. Meine Freude hat meinen Fluch unterbrochen.
jetzt deine Freunde? Meine Freude über die Treppe hat unterbrochen, dass ich gerade übelst schimpfen wollte. Also die Kürbissuppe macht doch was aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die ganze letzte Runde nicht so viel Schaden genommen habe. Vielleicht ist ein Verteidigungspunkt auch mehr als ein Schadenspunkt. Ja, das, davon gehe ich aus. Ich dachte nur, das ist nicht ganz... Ja, das ist eine Treppe. Ja. Mach dich. Bin schon. Runter da! Das Gebiet ist verseucht. Ich hab. Oder wir nehmen es doch. Felix, du wirst angebumst. Ja. Hier ist direkt ein Slime. Wo seid ihr? 7 Ebenen. Ach. Scheiße. Nee, dann macht, dann sucht schon mal. Ich brauche. Wie viele Ebenen bist du? Ich bin 3. Yeah. Das dauert jetzt. Läuft bei dir. Wo ist denn diese scheiß Treppe hin? Okay, jetzt weiß ich, warum das mit dem Craften so lange dauert. Wo ist die denn? Die ist eins unten bei mir. Einmal nach unten. Bei mir. Ja, bei mir auch. Ach, da. Oh, ich bin ein Fisch. Und wenn du nur Stein dabei hast, ist das auch fast das Einzige, was du craften kannst. Ja, okay, das stimmt wohl. Also zwei Treppen kann ich craften und dann muss ich suchen. Also sucht ihr ruhig schon mal Wege. Felix, ich bin bei dir. Okay, pass auf, hier sind Haufen Slimes und so ein grünes Ding war auch schon mit dabei. Wieder eine ganz wirtliche Gegend hier. Also ich bin gerade im oberen rechten Eck. Oh, ich knüppel hier einfach die Sachen kaputt. Treppe. Oh, du hast, stimmt, hier ist ja eine Mine. Logisch, das ist hier eine Treppe. Die können ja gehen, ne? Die kriege ich ja dann auch angezeigt. Hier muss ja so oder so eine Treppe sein, weil hier ist eine Mine. Minenende. Wollen wir jetzt schon weitergehen, Felix? Ja, geht ruhig. Welche seid ihr? Ebene? 16. Okay, ich komme da hin. Ganz rechts oben ist die Treppe. Ich schaff das. Oh, shit. Oh, fuck. Hast du mir zugehört? Erstmal. Ganz oben rechts, ja. Ich bin jetzt bei 15. Alter, hier ist eine Treppe, Felix. Hier ist eine Treppe, Felix, oben in der Mitte. Wenn ich geh weg, ich zünd eine Bombe. Hier ist trotzdem eine Treppe oben in der Mitte, wozu? Ja, das ist schön. Ich will bloß ein, zwei Mumien umbringen. Achso, na dann. Deswegen, wir hätten da nicht viel machen müssen. Was ist das hier für ein Stein? Seid ihr in der 17 oder seid ihr noch weiter? 18. 18. Ja, und wir gehen gleich nach 19, weil hier auch noch eine Treppe direkt schon. Ja, 18 bin ich jetzt auch. Wo ist die Treppe für die... Ah, da ist die Treppe für die 19. Ich bin in der 19, jawohl. Ja, wie ich das liebe. 52 Damage, ich brauche Essen. Was essen. Oh, hier ist ein Haufen Mumien, leck mich am Arsch. Krabbenkuchen ist ziemlich mächtig. Oh shit, ich brauche schon wieder was zu essen. Also das Eis bringt irgendwie nicht so viel. Ja, du musst 2 Eis essen, oder eigentlich sogar 3 Eis, 2,5 sozusagen, um voll zu werden. Achtung, da geht's noch. Felix tötet Mumien. Du willst bitte eine Bombe, eine Tomaten anbauen im Gewächshaus. Wofür? Okay. Voll nice. Für die, für das Auberginen-Parmesan. Weil das... Felix, der der Mumienmörder. Das bringt 70 hier ist ein Loch. Gesundheit und Minenarbeit und Verteidigung. Loch, bin im Loch, Loch. Tschüss. 6 Ebenen. Spring rein. 5 Ebenen. Felix? 11 Ebenen. Lol. Okay, wir müssen irgendwie zu Felix kommen. Ich komme erstmal zu Ben. Felix muss jetzt noch überleben, vor allen Dingen solo so für sich. Ja, wir alle. Ach, bei mir ist ganz ruhig tatsächlich gerade. Dann such doch schon mal nach dem Weg nach unten. Ich knüppel ja schon Sachen kaputt. Ich bin auf deiner Ebene, ich suche mit. Ich bin unten in der Mitte, glaube ich, oder unten links eigentlich. Also du suchst noch? Ja. Ich habe direkt am Eingang einen Weg runtergefunden. Okay, ich gehe wieder zurück. Warum? Da fange ich überhaupt an zu laufen. Ich habe einen Weg nach unten gefunden, kann ich schon gehen? Ja, die werden angezeigt. Aber wir werden das wieder nicht haben. Hier ist eine Mine. Dieses Gebiet ist verseucht. Ja, super. Dann bau eine Treppe. Oh. Gab's nicht am Ende von Minen immer einen Weg nach unten? Hier gibt's auch einen Weg nach aua, unten. Aua, ich bin, glaube ich, so gut wie tot. Oh, hier sind so viele grüne Drachen. Aua, Mami. Ich kann dir nicht helfen, ich bin selber am Sterben. Mami, ich hatte ein paar Scheiße. Freunde, die wollen mich mit dir unterhalten. Hilfe. Oh, ich geh jetzt runter mit oder geh hoch zur Not. Ich bin da. Ich kann nicht eine Hilfe, sorry, es war ein Panik. Oh, ich hätte dir helfen sollen, es tut mir so leid. Alles gut. Ich hab dich voll hängen lassen. Du hast die Treppe aufgemacht. Ja. Du hast die Treppe aufgemacht, alles gut. Ich könnte hier eine Bombe legen, ich leg mal eine Bombe. Nein, scheiße, kommt wieder so ein Viech. Ich hab's, du legst die Bombe. Okay. Wir rennen nach unten weg. Treppe gefunden. Kann ich hier nicht nach rechts weglaufen? Reicht doch. Was? Ich könnte auch noch rechts weglaufen. Ich hab den Loot.
Bist du nicht die großen groß lassen und so? War das nicht die Taktik jetzt? Ich musste da aber den kaputt machen, um zu dir zu kommen. Der ist aber nicht kaputt. Die Fresse sind hier viel unterwegs, ey. Wir schaffen wenigstens unseren Rekord. Ich denke optimistisch. Glaube ich nicht. Da müssen wir noch ein paar Mal fahren. Ich habe das Loch voll übersehen. Hier unten ist ein Loch. Ach, Lumi. Okay, ich bin jetzt 8 Ebenen runtergefallen. Warte mal, ich bin jetzt 100, wo ist denn Felix 5, denn? 35 bin ich jetzt. Felix, wo bist du? Ich bin 33. Ich bin auch 33. Ich bin zum Felix gefallen. Oh, sehr schön. Dann kommt er ja bald zu mir. Achtung. Und hier geht's auch direkt runter. Ich bin jetzt 36. Oh, da ist so ein Akkuschleim dabei. Wenn der immer gestained ist. Fuck, ich habe übersehen, dass ich kein Leben mehr habe. Echt jetzt? Ja, sorry. Kaum ist Lumi alleine, stirbt sie halt auch. Oh Gott, ich habe auch kein Leben mehr. Mir ist auch voll die Bombe an einem positiven Sinne. Scheiße. Yum, 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 yum. Oh, Alter, eine große Bombe, Benny. Mach mal. Sorry, Leute. Warum kann ich keine Bombe legen? What the fuck? Hier geht's runter bei mir. Ich geh jetzt ein Eis essen und farme Steine. Ja, mach mal. Also ich will nochmal zu euch kommen. Wo warst du bei 35 warst du, ne? Ob wir deine Leiche finden? Komm, du bist lustig. Naja, also die Wege sind ja jetzt frei. Ja. Aber der Bus fährt nicht mehr zu uns, oder? Stimmt. Doch. Fährt er nicht erst 19 Uhr spätestens? Sebastian hat heute Geburtstag. Dann Loch, Felix. Loch. Was mag der denn? Scheiße, was hab ich denn dabei, was der mag? Ich hab nichts dabei. 7 Ebenen noch hinuntergefallen. Ich bin 41. Ich bin wieder 11, ich bin 45 mittlerweile. Ja, dann bist du bei einem Rekord. Guck, was Sebastian nicht hasst. Scheiße. 20 Volt. Du kannst eine gefrorene Träne. Ich kann ernsthaft. Hab ich nicht dabei. Du bist schon so spät. Ich komme ja gar nicht mehr bei dem rein. Ich bin 42. Und guck, wo er ist. Statt einfach mal selber das Handy zu nehmen. Ich hab kein Void Egg. Das Wall Egg? Hey, Void Egg? Bist du nicht, dass das die Schatteneier sind? Ja. Das passt zu ihm. Oder bin Stufe 47, Benny? Soll ich eigentlich auf dich warten, oder? Nö, mach ruhig weiter. Ich komme da nicht so schnell hinterher, glaube ich. Ist der noch irgendwo draußen? Ich komme ja nicht mehr rein. Beziehungsweise, um weiter hinterher zu kommen, müsste ich noch jetzt einiges an Stein vernichten. Das, glaube ich, Quatsch ist tatsächlich. Mega geil wird's ja eh nicht mehr. Ihr habt noch 4 Stunden, ne? Also. Und jetzt mal nicht hier rumheulen und so. Wo ist der denn? Ist der noch irgendwo draußen? Stimmt nicht, ne? Scheiße. Ich hab mich gerade fast selbst hochgejagt. Scheiße, 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 scheiße. Ich hab den Geburtstag von meinem Schatz vergessen. Ja, ich hab nur kann denn gefunden. Das angehen? Wow. Ja, wo ist er denn? Theoretisch noch 30 Minuten, du Scherzbold. Wir haben 21.30 Uhr, ich weiß gar nicht, wo der rumrennt. Würzigen Aal gerade von einem Monster gedroppt bekommen. Ich nicht mehr. Am Fluss rauchen! Da ist er! Da ist er! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Warte, Schatz! Es gibt noch eine gefrorene Träne zum Geburtstag! Bleib doch stehen! Ich bin 13 eben gefallen. Okay, ich bin 56. Und geh direkt wieder runter. Oh, ich bin 57. Da ist noch ein bisschen Iridium auf 57 sogar. Also Felix, bin ich vor dir, ne? Wow. Ja, sehr nice. Seht ihr, wenn man nämlich Glück hat und Löcher findet, geht das ganz, ganz zack, zack. Also. Ja, Ben. Ich habe hier unten 5 Mumien bei mir, also ich habe richtig Spaß. Das Chemie ist nicht so gut für Energie, für Leben. Oh. Okay, 3 Hits brauche ich für so ein Vieh aktuell. 58. Und nö. Yes, 2 Leitern gefunden, 2. Mumien, geh weg. Gerade so viele braucht, ne? Eine pro Etage würde mir vollkommen ausreichen. Ich sehe schon den Bin gerade 59. Benny legt der Risch vor, ja. Wahnsinn. Wahrscheinlich muss man einfach jedes Mal probieren, pro Tag neu reinzukommen. Vielleicht nehme ich jetzt hier einfach noch Iridium für meine Upgrades mit was? 23.30 Uhr. Was? Ich hatte aber gerade die 60 noch voll gemacht, tatsächlich. Aha, der Ehrgeiz kommt. Ich hab die 50 voll geschafft. Der Ehrgeiz. Aber ich geh jetzt raus. Hier gibt's auf einen Haufen Iridium, tatsächlich, wo ich gerade bin. Oh, das war knapp. Ich war kurz, also so ein fetter Slime hätte mich fast über. Oh Gott, das ist ja ein Viech. Ich hab vielleicht noch 5% Lebensenergie gehabt. Dann weißt du, wer Angeber mag? Niemand. Hm?
Xan schreibt, sein Rekord bei der Schädenmine liegt bei 238. Ja. Ist sie unendlich? Angeber haben keine Freunde. Ich glaube, die ist unendlich, ja. Ich weiß es aber nicht. Eigentlich wusste ich es bisher nicht, aber jetzt weiß ich es eher. Wie spät haben wir es eigentlich in Real-Zeit? Kannst du mal auf die Uhr gucken? Viertel 10 Grad, Mann. Aber ich hatte auch, was habe ich denn heute gefuttert? Ich habe heute was gefuttert, was mir... Achso, Krabbenkuchen habe ich gefuttert, der mich schneller macht und Verteidigung gibt. Hm. Diese Essenssachen sind nämlich gar nicht so schlecht und auch der Auberginen-Parmesan ist halt super. Ich bin aber immer noch schneller. Gibt Verteidigung und Minenarbeit. Man kann halt immer nur zwei Buffs gleichzeitig haben. Oh, ich glaube, es wird ein bisschen knapp mit dem nach Hause kommen. Wir sollten auch, wenn wir normal gehen, ein Totem kaufen. Wofür? Dann können wir direkt von der Mine aus nach Hause. Ach so. Bin da. Hallo, ich hab's geschafft. Ich geh schlafen. Tschüss. Ich auch. Ganz schnell. Lieg schon im Bett. 51, Schatz. Ich schaff's noch rechtzeitig. Ich bin noch ins Bett gekommen. Hallo, Schatz. Gerade so 2 Uhr ins Bett. Ich hatte einen langen Tag in der Mine. Bin ein paar Mal runtergefallen. Minenarbeit Stufe 5. Plus. Effektiv. Ja. Wollen wir mehr Edelsteine oder mehr Erze? Ich glaube mehr Erze, oder? Tatsächlich aktuell. Ich ja, glaube ich auch. Ich glaube, ich habe Edelsteine. Oh, und ich neues Herstellungsrezept. Iridiumband, was ist das denn? Das habe ich nicht gesagt. Was hast du nicht gesagt? Sagt also ehrlich, San, hör auf anzugeben, dich mag doch sowieso niemand. Oh doch, das würde ich schon so stehen lassen, weil San ist ja ein Angeber und du sagst, Angeber mag keiner, also. Jetzt redet er mit sich selbst, er sagt, stimmt doch gar nicht, Xan, ich mag dich. Wenn ich ihn wieder so umräume, nö, alles gut. Hier noch ein Gutschein. Geil. Ich auch, so ist es nicht. Ich kann jetzt ein Iridiumband herstellen. 5 Iridiumband brauche ich. Das ist gut. Mach das. Iridiumband? Leben vom Land, Fischfokus, Katzenfisch. Dieser relativ seltene Fisch kommt nur aus seinem Versteck, wenn es regnet. Du findest ihn in Flüssen in der Nähe von Städten, wo er sich an allen möglichen Resten im Wasser labt. Er mag aber keine höheren Temperaturen, also brauchst du dir im Sommer keine Mühe geben mit dem Suchen. Also zumindest vom Iridium lohnen sich ja scheinbar unsere Gänge nach unten. Meine Geister sind etwas genervt heute. Und hast du ein Iridium gefunden? Ja, ich habe es noch nicht abgegeben. Ich habe komplett mein Inventar noch nicht geleert. Ich auch noch nicht. Bin also nur Pen gesprintet. Heute machen wir keine Mine. Nein. Okay. Definitiv nicht. Gut, weil dann kann ich nämlich auch mein Zeug abgeben. Das 7 Iridium habe ich gefunden, also... Nicht so wahnsinnig viel. Ja, aber da kannst du einmal eintüdeln und ich kann mir das Iridiumband holen. Sandu, gibst du den Begriffen von Selbstliebe eine ganz neue Bedeutung? Ja, witziger. Du musst sich selbst sprechen, mit sich selbst. Witziger Al bringt übrigens auch Geschwindigkeit und Glück. Das habe ich nämlich gerade bekommen von denen. Okay, ja. Wir ignorieren deine. Stimmt gar nicht, nicht alle. Ich will auch mein Zeug loswerden, aber ihr blockiert immer abwechselnd beide Truhen gerade. Das stimmt nicht, haben wir nicht gemacht. Die wichtigen Truhen. Ich habe ja auch nur Erze und Scheiß wieder. Dabei. Jetzt machen wir es schon wieder. Aber ihr hättet auch jemanden Kampfstiefel. Ich kann schon mal auch eine Iridiumhacke holen, oder? Ihr habt noch nicht alle eine Iridiumhacke. Habt ihr 3 Verteidigungsstiefel? Also Stiefel, die 3 Verteidigung geben? Nein. Zuerst fragen. Die Iridiumstiefel? Ich habe 4 Verteidigungen. Nee, hier ist ein Kampfstiefel plus 3. Das ist nicht Iridium. Ich habe plus 4 und plus 4 Immunität. Clint hat mir eine Goldbahn geschickt, das ist okay. Ich habe auch Weltallstiefel, plus 4 und plus 4 Immunität. Also ich kann nur Xan mit Xan sprechen. Das Problem ist, dass ich hier nur einen Account habe. Du kannst ja noch einen zweiten Account anlegen und dann irgendwie über Rom reingehen. Wo haben wir denn die Geoden jetzt reingeschmissen immer? Hier. Wo du gerade bist. Ich habe die bloß schon rausgenommen gerade. Die sind immer, genau wie die Maske und so Sachen, alles was an runter geht, haben wir auch bei den Mineralien noch drin. Das habe ich ja schon eingesammelt, weil ich jetzt leider hinmache. Du sollst hier nirgendwo hinmachen. Dann mache ich halt woanders und wir hatten Goldbahn da reingetan. Könnte ich gerade gewesen sein, weil ich verwirrt bin. Was machst du jetzt? Achso, du bringst die Maske jetzt da runter, okay. Ja, und die Geoden tue ich auch auf. Willst du mal 2 Sekunden warten können? Ich habe meine Geoden nämlich jetzt auch noch nicht ab. Die ist er ist auch nicht weg. Kannst du noch rauspacken? Du bist auch noch nicht weg. Ja, dann mach doch mal. Geh doch da mal weg. Jetzt mach doch mal Balla hier. So, ich habe nämlich hier auch noch 19 Geoden. Bitteschön, nimm dir. Nimm dir, damit ich wieder ran kann. Ja. Mach doch mal. Chill mal deine Base.
Gib dir gleich chill mal deine Base. Chill mal deine Mutter, ey. Das ist meine Mutter. Die Mutter Base? Ich habe jetzt am Sonntag gelernt, ich muss Asiker sprechen, um berühmter zu werden. Ey, mach mal kein Auge hier, ja? Bitte was? Küss mein Auge. Ich küsse dein Auge, ist die positive Version von quasi Hallo Digga. Oder Tschüssi. Und mach mal kein Auge, ist hier, mach mal nicht so Stress. Und ich lasse mir von meinem Schüler ja immer noch Jugendsprache Slang. Also ich spreche beibringen. Mhm. Und er wollte mir ja kein Lexikon schreiben, eben. Aber er hat sich das doch zu Herzen genommen und jetzt kam er am Mittwoch an und meinte das Wort des Tages und jetzt habe ich das Wort des Tages gelernt. Und das war? Ich nicht benutzen darf, weil ich Deutsche bin. Was war denn das Wort des Tages? Das Wort des Tages war, ein Nafri. Okay, und warum sagen, was bedeutet das? Ein Nafri steht für Nordafrikaner. Ja gut, so. Das ist ja Polizeisprache. Ich sollte Nafris nicht als Nafris bezeichnen, weil ich Deutsche bin. Und ja. Nafri darf man, wenn man befreundet ist mit einem Nafri, darf man ihn auch dreckiger Nafri nennen, aber nicht, wenn man nicht mit ihm befreundet ist, weil dann ist es beleidigend. Okay. Das erinnert mich an Poolhole-Junkies, an den Film, da sagt er... Also ich bin dein Nigger? Nein, Charles ist mein Nigger. Du bist mein Nigger. Nigger. Ah, da müsst ihr den Film kennen, um das zu verstehen. Ich wollte gerade sagen. Also, da steige ich nicht durch. Felix redet nur. Ah, die geheime Notiz 21 ist übrigens das mit den Lumimortigens-Bums-Gedöns, glaube ich. Hm, was? Ah, der Gefragte ist leider schon nicht mehr da. Ja, ich bin nur gerade mal abgefahren. Aber... Ja, now it's too late, aber ist nicht schlimm. Goldbarren, die will einen Goldbarren von mir haben, dann schenke ich ihm Maru mal einen Goldbarren. Nee, Moment, nicht Maru, doch Maru. Kann ich meiner Frau auch noch einen Amethyst schenken, wenn wir schon dabei sind. Und dann gehe ich noch durch die Gegend und schenke Leuten Rübensaft. Wir hatten 40 Geoden gesammelt, ne? Ja, wir haben ein paar Geoden bekommen, ist mir schon aufgefallen. Ganz schön stattlich. Kannst du jetzt alle zerknüppeln. Ich muss gerade zurückkehren, damit ich was loswerde. Das ist super, Ben! Du kriegst ja alle Beste von allen auf der ganzen großen Welt! Was hat Benny gegessen? Oh mein Gott. Nix, war meine Frau. Kein nix dafür. Was immer du für Drogen nimmst, ich will sie auch. Wenig Schlaf weniger. In der letzten Woche. Okay, dann will ich es doch nicht. Ich hatte auch wenig Schlaf. Ich hatte so die letzten 5 Tage so immer so 4 Stunden, 5 Stunden maximal Schlaf. Ich habe von Montag auf Dienstag quasi durchgemacht und habe dann meinen Erste-Hilfe-Kurs gegeben. Und danach lag ich bei meinem Kumpel im Bett und habe nur noch gelacht und habe irgendeine Scheiße erzählt. Ich weiß gar nicht mehr genau was, aber ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe ja hier vor kurzem mal so in dem Spiel so ein Buch aufgesammelt, so ein geheimnisvolles. Ne? Soll ich mal vorlesen? Mach. Reise des Präriekönigs. Ach so. Der Bombenerfolg unter den Videospielen. Wusstest du das? Jeder, der die Reise des Präriekönigs abschließt, automatisch an einer Auslosung um einen besonderen Preis teilnimmt? Ja, also muss man das mal durchspielen. Das machen. Ja, das ist ein ätzendes Spiel. Wusstest du, dass der Entwickler gesagt hat, dass der Protagonist auf einer echten Person basiert, ein wahrer Cowboy-Held von einer Prärieinsel in der Edelsteinsee? Ein wahrer Cowboy-Held. Es gibt nämlich auch falsche Cowboy-Helden. Machst du jetzt heute Reise des Präriekönigs? Ja. Weißt du, wie schwierig das ist? Ich weiß. Wünsche ich dir viel Erfolg. Ich hab's noch nie geschafft durchzuspielen. Und auch das blöde Game habe ich nicht geschafft durchzuspielen. Aber ein Gaming-Game ist doch immer schon mal eine geile Sache. Und dann nehme ich noch ein bisschen Erzeugnisse mit und schenke dann hinterher allen. Kann mir jemand verraten, wo Maru gerade sich rumtreibt? Abends guckt sie ja meist durch ihr Teleskop. Ah, also muss man sie ja abends. Tagsüber weiß ich es nicht. Sebastian wird mir nichts zu essen schenken. Hoppala. Nee. Der ist doch irgendwie schwerst depressiv und mager. Du hast Dimitrios heute bereits ein Geschenk. Irgendwie ist es bei mir ein Buggy. Wenn ich jemandem ein Geschenk schenke, kriege ich immer nur den Text. Also es schenkt das Geschenk und dann kriege ich den Text. Du hast schon ein Geschenk geschenkt. Bitter. Bitter. Nein. Was? Aber bitte? Im Winter guckt sie glaube ich nicht durch das Ding ins Bummens, weil da steht ein Schneemann. Ich mag mich genug, aber ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, ob ich ihn genug mag. Kann mir jemand erklären, warum ich nicht in Marus Zimmer rein darf, aber ich darf durch die Seitentür rein, wo ich dann in das Maru-Zimmer komme? Keine Ahnung. Bock. Dann darf ich nicht mehr raus, vor allen Dingen. Wir hatten den Iridium-Born da weggenommen. Ich hab nichts gemacht. Benni, schleppst du einen Iridium-Born mit dir rum? Ich
habe einen Goldband genommen. Ach nee, der heizt noch, alles okay. Heizt noch. Leute verdächtigen. Der heizt noch. Du kriegst Kartoffelsaft. Gibt echt die Selbstobsession. Wen würdest du denn sonst nehmen? Ja, ich weiß es nicht. Shane mochte ich auch. Ich mag die depressiven Typen, aber. Muss Kent der Familie ausspannen. Alex wäre auch nice. Okay, warte, ist er doch. Denn das noch gleich. Mann, dann brauche ich mal so unterste Kurve. Ist das? Oh, wow, Ben, das haut mich um. So, da habe ich ja schon mal den Goldbahn geschenkt. Geht es nicht mit? Es geht nicht mit der Maus. Ich muss es nur mit der Tastatur spielen. Scheiße. Was? Achso, ja. Ach komm, ist direkt einmal verloren. Das hat keinen Sinn. Da starten wir nochmal neu. Du bist schon 18 Uhr, ne? Du musst ein bisschen gucken. Irgendwann macht das Restaurant zu. Ja gut, wenn ich jetzt noch einmal verrecke, dann spiele ich morgen weiter. Ich weiß ja nicht, wie lange man dieses Spiel Zeit braucht, um dieses Game durchzuspielen. Also Ingame-Zeit. Lumi spielt ein Spiel, um ein Spiel zu spielen. Am 14. hat Harvey Geburtstag, das kann ich mir bestimmt nicht merken. Oh nee, man braucht 50 Solar-Essenz. Wir haben hier gar nicht. Ja, ich habe in den Iridium-Dings gebaut letztens, deswegen ist so viel Solar-Essenz. Ach so. Die Lumi wieder. 50 Solar-Essenzen, weißt du, wie schwer die zu bekommen sind? Also, du hast bestimmt die Gegner treffen, oder? Naja, diese. Da muss ich dann die Mine in die normale runter. Nein! Warum kam denn der Arsch da von hinten? Weil die Iridium-Axt bin ich. Weil der Arsch immer hinten ist. Begehrenswert. Aber der Arsch kommt nicht von hinten. Wo denn her? Sonst, wenn der Arsch schon hinten ist, dann muss der auch von hinten erstmal vorkommen. Von hinten Geister kommt in der Mine was anderes fangen. In den Arsch. Was, man kann Geister in der Mine fangen? Farmen. Aber die Geister haben Schattenessenzen gedroppt heute den ganzen Tag. Oder gestern, besser gesagt. Nee, die droppen auch Solar-Essenzen. Also ich hatte irgendwie 16 Schattenessenzen und keine. Das ist ein Leben und deswegen sterbe ich jetzt, um das Leben zu holen. Gott, war das dumm. Was für ein Viech. Das hab ich noch nie gehabt. Okay. Ich will mal eine Brie spielen. Lumi, wann kommen eigentlich neue Videos auf deinem YouTube-Kanal? Oh. Nee. Ohne Scheiß, es ärgert mich so, dass ich immer noch kein gescheites Kabel für mein Mikro habe. Sonst hätte ich bestimmt mal wieder was aufgenommen. Da kann ich nämlich gemütlich auf der Couch liegen, weil. Das, was du hier im Stream hast, willst du nicht auf YouTube veröffentlichen? Zumindest einfach nur als fertiger Stream und hochgeladen und für die Ewigkeit festgehalten. Im Endeffekt guckt es aber sowieso niemand, außerdem gibt es auch noch die Videos on demand, die kannst du ja immer noch nachgucken. Also es ist irgendwie... Ja, aber die sind ja nicht unendlich, deswegen frage ich. Na. Ja, hat da irgendjemand Interesse dran, sich das noch bei YouTube anzugucken? Es geht ja nicht um die jetzt da sind, die gucken ja dich gerade. Es geht ja um die noch nicht da sind, eventuell. Ja. Eventuell. Ideal wäre es ja schon, wenn du das geschnitten, also irgendwie zusammengekürzt hochladen würdest. Ja, aber man muss mir die ganze Scheiße, die wir verzapfen, alle nochmal angucken. Wie? Und das ist nicht toll? Schlimm genug live dabei zu sein. Wäre ich auch noch beleidigt. Ich hatte gesagt, dass ich euch meine, vielleicht meine ich meine eigene Scheiße, die ich verzapfe. Ja, jetzt. Da kommst du nicht mehr raus, Lumi. Da kommst du nicht mehr raus. Du nimmst genauso alles persönlich. Egozentrisch. Bis zum Gehtnicht. Nee, Lumi, jetzt hast du es verkackt. Ja. Ich würde sagen, wir trennen uns. Das war der letzte Stream mit Lumi. Tschüss, macht's gut. Trennen? Wir waren ja noch nie zusammen. Ja, wir waren Streamer-Pärchen, hallo. Das wieder vergessen nach Mensch. Streamer-Pärchen. Wir haben gesagt, wir sollten es machen, aber wir müssen es noch planen, Ben, ne? Wieso geplant? So was passiert einfach. Du hast das nicht verstanden. Nein, wir müssen ein bisschen da planen, wie wir zusammenkommen und wie wir uns zerstreiten. Ja, aber doch nicht on-stream, Mensch. Jetzt einfach mitgemacht. Ihr lernt euch im Internet kennen. Ja, dann sei mal irgendwie galant und sag, wir haben Valentinstag, Ben. Jetzt kannst du mal in die Romantik. Du hast vorhin gesagt, Valentinstag ist nur hier Kommerz und nicht Lust, nicht romantisch cool. Und nix. Also. Trotzdem kann man lieb sein zu mir am Valentinstag. Ich hab dich ja auch lieb, aber bin ja schon die ganze Zeit lieb. Mehr kann man lieber, hier unten machen. Noch lieber. Boah, das wird schwierig. Da wäre ich ja zum Zuckerkuchenpferd. Zuckerkuchenpferd. Ben und Romantik, von welchem Stern kommst du denn, Lumi? Ja. Siehst du, so, das denken meine Leute nicht. Wenn ihr mich kennen würdet. Ach, jetzt klaut mir wieder mein Pferd. Der Arschkeks. Ah, verdammt. Ist ja noch nicht zu. Danke. Was, echt? Ja. Ich bin gerade noch reingekommen. Aber wahrscheinlich ist 23 Uhr zu. Okay, na, ich hab dir trotzdem das Pferd da gelassen. Ja, danke. Hab ich ja gerade schon gesagt.
Ben ist wahrscheinlich tief in seiner Seele ein Romantiker. Aber lässt das halt was, nicht so raushängen. Was habe ich heute bei Instagram gelesen? Ich würde so gern mit dir in den Sonnenuntergang reiten. Ach, du magst Pferde? Nein. Flirten kann ich. Verstanden? Nö. Nein. Da verstehe ich einen Witz tatsächlich wirklich nicht. Außer dass es dumm ist. Sagt der Mann zur Frau, ich würde gar nicht. Ah, jetzt ja doch, nee, ich hab's verstanden. Wow. Genau diese Geräusche passen dann auch dazu. Hat das auch verstanden? Ja, nickt. Ach, dir ist einiges gewöhnt von dir, glaube ich. Nun bewegt man sich halt nicht bei dem Reiten, was du meinst. Moment mal, wer hat mir da einen Totenkopf an die Wand gehängt? Achso. Und seit wann? Keine Ahnung. Nimm mal aufhören, meine Inneneinrichtung irgendwie hier zu verändern. Es ist unsere Inneneinrichtung, ja. Wir sind hier eine Gemeinschaft. Aber nicht in den. Ich hänge bei euch auch nichts in die Wohnung. Oder ja, klau euren Fernseher und stell dafür einen kleinen hin oder irgendwie sowas. Das ist eine gute Idee, soll ich vielleicht mal machen. Bobby! Bringen wir uns nie auf Ideen, Lumi. Genau. Bringen uns nicht auf Ideen. Ich könnte. Womit habe ich euch verdient? Was habe ich in meinem letzten Leben falsch gemacht? Du bist freiwillig hier. Sein. Ich habe gerade eine gute Idee. Lumi, du bringst mich auf gute Ideen. Das wird schön. Will ich das wissen?